Hallo und willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. Wir sind hier mit Songbird beim Spaceport und versuchen sie zum Mond zu bringen. Aber wir werden gerade von der NUSA gesucht. Reed ist hier und die Präsidentin aus irgendeinem kuriosen Grund. Warum auch immer die Präsidentin mitkommt und nicht einfach irgendwo im Büro sitzt. Zivilisten werden evakuiert. Dann wollen sie gleich richtig durchgreifen. Okay. Zurück zum Terminal. Los. Wir müssen schnell raus, bevor hier die Hölle losbricht. Wir nehmen den Zug zum Startplatz und haben es geschafft. Müssen vorher nur durchs Tycho-Terminal. Aber Tycho fliegt auch nicht. Kam doch eben die Mitteilung. Oh shit, da unten ist los. Okay, es war zwischendrin. Hat man auf dem Radar gehört. Neues Einsatzteam. Das wird übel. Hä, gegen wen kämpfen die? Oha, die kämpfen gegen Orbital. Ja. Hoffentlich bringen die Wichser sich alle um. Das ist ja kurios. So, wir müssen auf die andere Seite. Warum auch immer die sich mit Orbital Air anlegen. Die Drohnen sind aber nicht gegen mich. Wahrscheinlich, weil ich noch das Outfit von denen habe. Wir mischen uns da nicht mit ein. Wir lassen die schön gegeneinander kämpfen, ohne entdeckt zu werden. Aber warum sind denn... Oh shit. Es hört doch gar nicht mehr auf. Wir müssen da durch. Die sollen sich mal alle zu Ende abschlachten. Ein bisschen mehr platt machen. Was war denn das? Die machen sich nicht genug Schaden. Jetzt. Die sind auch feindlich. Wem gehört der jetzt eigentlich an? Das ist ein Orbital Air-Typ. Ich will ja nicht entdeckt werden. Dass sie hier gegeneinander kämpfen. Ist auch kurios. Ist noch nicht durch. Lass dich jetzt gar nicht töten. Was?
So. Bei mir ist alles gut. Wenn vielleicht auch dadurch... Ne, das ist eine Treppe. Hier ist wirklich überall Krieg. Boah, da, ich hätte da so Bock, mit Mantisklingen einfach durchzuschnitzen und alles niederzustecken. Aber ich will nicht Song Mi in Gefahr bringen. Doch einfach anstatt neu zu laden. Ich laber sneaky! So, wir müssen da hinten hoch. Oh, wieso hältst du dich da nicht fest? Na toll. Wenn man doch nur hacken könnte, wa? Netrunner. Schrotflinte. Wie kann ich die jetzt voneinander trennen, ist die Frage. Was ist denn da passiert? Shit, so war das natürlich nicht geplant. So, die wissen jetzt, dass ich hier bin, aber sie wissen nicht, dass ich es bin. Okay, ich glaube, die hatten keine Zeit. Auf was sollen wir warten? Sind die hier im Weg oder was? Oh shit, wir nehmen die Leiche mit. Achtung! Sollen wir denn so wegfliegen, wenn die doch dann eh die Rakete wegballern? Wir wurden nicht gesehen. Wie? Wenn der Hubschrauber auf uns zielt, sind wir so gut wie tot. Dann vermeiden wir das doch. Keiner da? Zur Falle. Geh vor. Warten doch bestimmt am Ende. Die können sich doch denken, dass wir fliehen wollen dann zum Mond oder sowas und werden dann doch an den Abflugdingern warten. Luft ist rein. Shit, jetzt habe ich es weggedrückt. Sorry.
glaube, man konnte dann noch scrollen. Oh, alles dreht sich. Ich brauche einen Moment. Dass sie hier einfach Krieg gegen Orbital Air machen. Sie muss ja wirklich wichtig sein. Ich kann mir mal deinen Chrom anschauen. Ist das sicher? Ich kenne mich mit deinen Komponenten aus. Ich könnte eine Autodiagnose anschmeißen, auf deinen BIOS zugreifen. Hab den Log. Kann die Kompensatoren übertakten, wenn die das aushalten. Das hätte alles viel reibungsloser ablaufen sollen. Aber es geht ja ums Ziel, nicht? Fast geschafft. Eins hast du mir noch nicht verraten. Wer hat dir diesen Flug besorgt? Keine Ahnung. Hab mit einem Vermittler gesprochen. Typischer Konzerne. Teurer, schlichter Anzug. Dunkle Haare. Blaue Augen. Er hat mir Fragen gestellt, auf die nur ich die Antwort weiß. Ist die Blackwall das Problem? Mhm. Das und anderes. Will nicht drüber reden. Mach mir keine Vorwürfe, okay? Sumi, ich verstehe dich. Warum du das gemacht hast. Gut. Bin ich eine krasse Egoistin? Mach dir keinen Kopf. Okay, reißen wir uns mal zusammen. Hilf mir hoch, okay? Du siehst besser aus. Findest du? Johnny, willst du was sagen oder tauchst du einfach nur so auf? Sieht doch so aus, als wären da ein paar Kabel locker. Gleich geht hier richtig die Action ab wahrscheinlich wieder. Nur, dass ich dann nicht mich wegschleichen kann. Scheiße, der hat mich gesehen. Wir schießen nicht mehr. Bewegung, los jetzt! Ich dachte, er hätte mich gesehen. Lauf. Weil der auf mich ballert. Okay, wir sind im Kampf. Bewegung, los jetzt! Die Konzentration! Denkst du, diese billigen Popelschüsse können mir was anhaben? Ich bin Panzer. Guck, das macht mir nicht. Dann sei mal schneller! Ich baller gleich zurück. Du kommst gerade rechtzeitig. Hier, das kann ich auch. Du Fuck, das bringt gar nichts. Klasse, nicht stehen bleiben. Okay. Scheiße. Haben wahrscheinlich dieselbe noch Panzerung da? Wie ich. Ja. Glaub schon. In den Zug jetzt. Und dann direkt zum Startplatz. Muss erst mal einer kommen. Songbird, kommst du? Die chillt noch auf der anderen Seite. Kontrollturm, wie sofort. Ich besorg uns einen Zug. Geh vor. Man weiß ja nie. Ich sehe niemanden, das heißt aber nichts. Verdächtig ruhig hier. Vorsicht. Scheiße, in eine Falle. Sie kriegen uns nicht. Versteck dich! Dabei!
komme ich da hoch? Ah, hat's mich wieder runtergejumpt. Oh. Soll ich die nicht alle platt machen? Bin im Turm. Das war der letzte. Wurdest du getroffen? Alles okay. Geht schon. Weiter zum Flugleitungsturm. Ich schicke einen Zug zur Haltestelle. Was jetzt? Ich mach die Steuertafel an. Ruf uns einen Zug. Draußen ist noch Loot. Was soll ich währenddessen machen? Du hältst mir den Rücken frei. Beschäftige sie. Ich halte Meyers Unkraut fern. Klar. Und los geht's. Viel Glück, Sir. So, wie Unkraut jäten hier. Wie sieht's aus? Hast du's gleich? Keine Gnade! Cyberpunk 2 wird viel auch mit der Black Wall zu tun haben. Ich stütze dich. Na komm. Ich hoffe, das hat was gebracht, dass ich nicht.
dir geholfen habe. Oh, scheiße, tut das weh. Kann ich mir vorstellen, Sumi. Du hast uns den Arsch gerettet. Wie? Hörst du das? Das ist die Black Wall. Keine Sorge, Sam. Ich bin da. Alter. Was macht denn die Black Wall da? Sind das KIs, die die anleiten? Vielleicht rum. Wieso hab ich die Power der Black Wall? Fast am Startplatz. Endlich. Die warten noch da. Und? Hältst du noch durch? Was denkst du? Haben wir das Schlimmste hinter uns? Das Schlimmste liegt immer in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Boah, die sieht nicht gut aus. Eine optimistische Analytikerin? Wie hast du jemals deinen Job gemacht? Gute Work-Life-Balance, würde ich sagen. Dieses Brummen würde am liebsten einschlafen und nie wieder aufwachen. Hey, nicht einschlafen, hörst du? Reed, hab letztens von ihm geträumt. Immer wieder derselbe Albtraum von diesem verdammten Zug und wie er meinetwegen stirbt. Das war nur ein Traumsong. Ich hab meine Befehle befolgt. Befehle von Myers? Klingt jetzt lächerlich. Jahre später ist er immer noch ihr loyaler Köter. Und ich will nur noch weg. Wenn Johnny jetzt hier wäre, würde er dir so richtig die Meinung geigen. Einen Freund zu verraten? Es gibt nichts Schlimmeres. Ich bereue es ja auch. Kann es aber nicht ändern. Ich will es bloß vergessen. Jeder macht mal Fehler. Song? Ich habe nicht nur Reed verraten. Was soll das heißen, Song? Die Neuralmatrix kann nur einmal benutzt werden. Nur einmal? Ah, ja. Wieso? Ich wusste es. Das ist eine gefangene KI von hinter der Black Wall. Sie existiert durch ständige Entwicklung. Wenn ich sie befreie, beende ich den Prozess. Dann führt sie meine Befehle aus und zerstört sich unwiederbringlich. Wie lange weißt du das schon? Dass nur einer von uns das überleben wird? Senoshaw, als ich davon erfahren habe, habe ich nach Infos gesucht. Ich glaube, ich sterbe bald.
bereue, dass ich nicht ehrlich zu dir war. Du hättest nicht lügen sollen. Ich hätte dir sowieso geholfen. Song. Ach du Scheiße. Ich bin beeindruckt. Die Kleine hat euch alle verarscht. Myers, Hansen, Reed, dich. Du machst dich über mich lustig, hm? Nee, ich meine das ernst. Es braucht Charakter, um so ein komplettes Stück Scheiße zu sein. Weiß ich aus Erfahrung. Die Frau ist besessen, entschlossen. Das respektiere ich. Ach, drauf geschissen. So oder so sind wir wieder bei Null. Wir müssen immer noch eine Möglichkeit finden, uns zu retten. Du kannst immer noch Reed anrufen. Der bringt mich doch nur um. Wow. Dein Ego ist ja fast so groß wie meins, wie... Du bist dem Scheiß egal. Er will nur sie haben. Ist immer nett, eine Runde mit dir zu quatschen. Aber du solltest sie aufwecken. Also wir machen jetzt... Wir gehen nicht auf Reed zu. Wir haben ihn einmal verraten. Das vergisst er nicht. Selbst wenn er helfen könnte, was ich immer noch nicht glaube, dass er das kann. Muss er das am Ende dann auch nicht tun. Hey, Song. Wir sind fast da. Du brauchst wohl Hilfe. Fast da. Geschafft. Ich meine, nur weil sie jetzt alle verraten hat, mich im Prinzip auch, heißt das jetzt nicht, dass ich dann ebenso Verrat begehe. Ziehen Scheiße. Das jetzt durch. Und dann Bleib ist er auch noch stehen. Da. Okay, okay. Ich leg sie ab. Damit sie nicht in die Schussbahn gerät. Langsam. Also, was hast du vor? Reed, sie verreckt gerade. Ich sehe zwei wandelnde Leichen. Wenn sie stirbt, ist das allein deine Schuld. Und du und Myers seid natürlich unschuldig. Auf dem Mond erwartet sie nur der Tod. Wenn du sie retten willst, überlass sie mir. Vorhin hat Myers ihren Tod angeordnet. Und du hast nicht widersprochen. Hast du uns gehört? Ja, jedes Wort. Die Situation hat sich geändert. Überlass Songbird mir. Ich kann ihr helfen. Die Sache vor 7 Jahren? Song hat Myers Befehle befolgt. Und sich dafür nie verziehen. So wird es dir auch ergehen. Gewissensbisse für den Rest deines Lebens. Aber es geht nicht mehr um Song, Lee. Sondern darum, dass sie keinen Krieg anzettelt. Ich bringe sie nach Washington. Sie muss sich für ihren Verrat verantworten. Du hast recht. Song ist über Leichen gegangen für ihre Ziele. Sie will mich auch verrecken lassen. Lass mich raten. Sie hat ihr Versprechen gebrochen. Das Heilmittel kann nur einmal benutzt werden. Und Song wollte es für sich behalten. Aber ich habe nichts. Ich verstehe. Songbird für mich, das Heilmittel für dich. Ich brauche das Heilmittel und Ripper, die es benutzen kann. Du hast was von Kontakten in Europa gesagt. In Europa und in Langley. Die NUSA haben herausragende Spezialisten.
Die besorgen dir die Daten und operieren dich. Deal? Oh, diese Entscheidungen. Wie soll ich mir sicher sein, dass deine Leute an die Neuralmatrix rankommen? Gibt's Garantien? Ich kenne mich mit dem Kram nicht so gut aus. Aber denk dran, dass Sinisher unsere Tech ist. Nehmen wir an, ich überlebe. Was passiert dann mit Song? Dann suchen wir nach anderen Wegen, um ihr zu helfen und den Blackwall-Verfall aufzuhalten. Myers hat Song schon längst zum Tod verurteilt. Myers konnte sie nicht entkommen lassen. Aber wenn wir sie in die Finger kriegen, und das lebend, sind die NUSA sicher. Und Song dort muss nicht sterben. Noch davon geredet, das heißt ja nicht, dass ich sie verrate. Wenn wir jetzt die Waffe wegstecken, tun wir das ja genau. Ich meine, Reed hat nicht versprochen, dass er uns heilen kann. Er hat nur gesagt, dass er wen kennt, der da vielleicht was machen kann. In Europa. Die Möglichkeit besteht aber auch, wenn wir Somi hochbringen, dass Somi und vielleicht dann es bereut und gar nicht sich selbst rettet, sondern nur mich. Darauf sollte man aber nicht spekulieren. Oh, ist das eine schwierige Entscheidung. Und ich kann nicht mal speichern. Also wenn wir jetzt nicht übergeben, müssen wir Reed töten. Reed versucht aber noch zu verhandeln, tatsächlich. Also er hätte ja auch direkt schießen können. Ich weiß aber nicht, ob Reed auch so vertrauenswürdig ist. Meine Güte. Okay, also, um euch mal so ein bisschen meine Gedanken mitzuteilen, habe ich ja gerade schon teilweise gemacht. Wenn ich jetzt speichern könnte, würde ich es einfach beides ausprobieren. Ich weiß nicht, wann der letzte Speicherpunkt war, weil ich leider nicht im Dialog speichern kann. Was ich jetzt machen würde an seiner, also wenn ich jetzt wirklich hier an der Stelle wäre, da stehen würde, dann würde ich den Deal eingehen. Also abgemacht nehmen. Oh, decisions. Okay. Wir machen das so. Ich mache es so, wie ich es immer mache. Ich lasse die Würfel entscheiden und nehme dann trotzdem das, was anderes. Das habe ich letztes Mal immer gemacht. Ich will immer, wenn ich mich entscheiden kann, lasse ich würfeln. Und während der Würfel fliegt, so, ne, während er würfelt, habe ich mich im Kopf schon für eine Sache dann entschieden und nehme die dann. Auch wenn das Würfelergebnis was anderes ist. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Ne, kennt ihr nicht. Ihr würfelt wahrscheinlich einfach nicht eure Dings. So. Über 50 ist, wir nehmen den Deal an. Unter 50 ist, wir nehmen nicht an.
Ich habe eine 59 gewürfelt, das heißt, wir nehmen den Deal an. Und ich hätte ihn jetzt auch angenommen. Deal. Nimm sie mit. Aber lass mich nicht sterben. Ich bring dich nach Hause, Somi. Landungsbereich gesichert. Nein, wirst du nicht. Wir nehmen sie mit und gehen. Was kaufst du dir eigentlich für deine 30 Silberstücke? Ich melde mich. Lass dir nicht so viel Zeit. Wir gehen nicht her. Oh Mann. Ich bin so schlecht. Gefühlt. Ich bring dich nach Hause. Nein! Aber ich habe doch entschieden. Es ist, ich muss hier laden. Oh shit. Shit. Wir geben sie nicht her. Mal gucken, wie lang. Wir machen das einfach so. Oh, je nachdem, wie lang das, was dahinter kommt, noch ist, laden wir einfach nochmal neu und gucken uns das andere an. Aber wir geben sie jetzt nicht her. Verdammt. Du brauchst wohl Hilfe. Fox da. Scheiß. Fast geschafft. Und jetzt, wenn ich das dann gemacht habe, dann werde ich dann auch wieder neu laden, weil ich mich nicht entscheiden kann. Bleib stehen. Ist das ein Befehl? Bleib stehen, oder du stirbst. Okay. Ich leg sie ab. Langsam. Also, was hast du vor? Reed? So, wir skippen das jetzt wieder durch. So. Jetzt, wo ich bei der Decision bin, bin ich mir doch wieder nicht so sicher. Ich überlasse sie dir nicht, Zoll. Nie. Fuck. Du hattest keine Wahl. Aber deine Freundin hier folgt Reed ins Jenseits, wenn du dich nicht beeilst. Scheiß. Das wird schon. Sind fast da. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, das fühlt sich auch nicht richtig an und auch nicht gut. Soll ich vielleicht doch lieber die 30 Silberstücke nehmen? Scheiße. Für dich geht's zum Mond, Sonny. Du entkommst ihnen allen. Okay, was haben wir denn hier? Lebenserhaltungssystem aktiv. Diagnostik. Druck, Sauerstoff. Infusionspumpe. Computer werden für Start konfiguriert. Manchmal kommt mir der Gedanke auch. Einfach alles hinter sich lassen und abhauen. Das wär's. Ganz vorsichtig. Viel Glück, Song. Trotz allem.
Ach, Scheiße. Luke geschlossen und versiegelt. Interner Strom eingeschaltet. Ich glaube, ich lade nochmal. Druck ausreichend für Start. Ich glaube, wir geben sie doch Read. Startsequenz initiiert. Tja, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Doch, ich kann noch laden. RS-25, Hauptmotor, Start. Und los geht's. Ich habe noch nie ein Raumschiff gestartet. Du etwa? Nee, ich auch nicht. Noch 50 Sekunden. Festtreibstoffmotoren laufen. Zündstifte aktiv. Hoffentlich wird sie glücklich. Egal, was sie erwartet. Sie hat es geschafft. Sie ist frei. Sie hat das, was mir immer gefehlt hat. Ein Scheißglück. Glück hat nichts damit zu tun, Johnny. Ihr beide wolltet unterschiedliche Dinge. Ach ja? Dann erzähl mal. Was genau war das, was ich so sehr wollte? Applaus, Jubelrufe. Du hast alles getan, um das Publikum zu bespaßen. Ah, vielleicht. Vielleicht hätte ich mehr tun und anders sein können. Vielleicht war ich bloß überzeugt, dass ich eh nicht überlebe. Und vielleicht hat diese Tussi auch einfach Eier, das bis zum Ende durchzuziehen. Und mir fehlte das letzte Quäntchen Entschlossenheit. Keine Ahnung. Nun, wenigstens bist du ehrlich zu dir. Das ist auch eine Art von Freiheit. Was kommt als nächstes? Irgendein Träume nicht dein Leben, lebe deine Träume Bullshit? Genieß die Show, Johnny. Start initialisiert. Das Ende des DLCs. Ah, ich weiß immer noch nicht. Oh. Also der DLC war auf jeden Fall cool. Aber das... Hätte ich sie doch Reed mitschicken sollen. Naja, immerhin habe ich jetzt keinen Verrat begangen, ne? Wobei, ich habe Reed vorher schon verraten. Lights out.
ist kein Copyright drauf. I found out treasures are Ich habe jetzt lange überlegt, eigentlich die ganze Szene, ob ich nochmal neu laden soll und doch das Angebot. Ich hätte ja auch eher das Angebot angenommen in der Situation. Aber wir lassen es jetzt so. Wir lassen es so. Und was machen wir jetzt? Jetzt sagen wir Bye-bye zu deinem Traum von einem langen Leben. Immerhin haben wir noch mehr Zeit miteinander. Fick mich, oh Glück. Aber es ist ja nicht alles schlecht. Politiker, Spione, wir mittendrin. Und wir haben überlebt. Und uns dabei ziemlich mächtige Feinde gemacht. Myers wird das niemals vergessen. Nie im Leben. Nicht nachdem du ihren besten Agenten getötet hast. Da überschätzt du Myers, Johnny. Sie hat Saul doch schon mal geopfert. Wenigstens durfte er diesmal über seinen Tod entscheiden. Ja, einen selbstbestimmten Tod. Auf was Besseres konnte er nicht hoffen. Kann keiner von uns. Besser als mit dem Wissen zu leben, dass du deine Prinzipien verraten hast. Ich muss mich jetzt fokussieren. Auf mich selbst. Auf meinen Weg. Stimmt schon. Den NUSA ins Auswischen, einen halbtoten Cyborg ins Weltall schießen. Das sind schöne Steine für das Monument deiner Legende. Aber die Uhr tickt. Du stirbst. Wir brauchen eine scheiß Lösung. Scheiße. Ja, was soll ich sagen? Jetzt kriegen wir das Ende, glaube ich, nicht, oder? Ich glaube, jetzt kriegen wir das Ende, das DLC-Ende nicht. Ich weiß es aber nicht. Jetzt bin ich wieder am Überlegen, nochmal neu zu laden, aber das gibt's doch nicht. Ich bleibe jetzt bei der Entscheidung. Scheiß drauf, einfach. Komm, wir machen einfach weiter. Einfach weitermachen. Puh. So, dann gehen wir mal zu River in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.